Trennt euch bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge mit einer neuen Form Komma. Ich habe wieder mal keine Ahnung, in welcher Runde wir uns befinden. Aber wir sind zu zweit. Mein Freund und Helfer. Feind und Magus. Magus, Erzbischof, wollte ich sagen. David, der wird es wissen. Welche Folge ist es? 93. Es ist 93. Es geht langsam und schleichend geht es auf die 100 Ende zu. Achso, aber wir fangen doch gerade erst an. Wir starten richtig durch heute. Es ist herrlich. Es ist auch draußen herrlich. Es ist Altweibersommer. Und ihr seid mittendrin. Oder? So könnte es doch eigentlich das ganze Jahr sein. Ich muss mal kurz mit dir über sowas Banales wie das Wetter reden, weil es mich wirklich begeistert. Wenn das ganze Jahr nicht ganz heiß, aber auch nicht ganz kalt wäre, die Nächte auch einigermaßen kühl, ich weiß nicht, die ganzen Zipperlein... Wir müssen doch auch an die Landwirtschaft denken. Ja, an die Landwirtschaft. Ich bin ja nicht von der Landwirtschaft abhängig, sage ich jetzt, ne? Ja, ja. Solange noch mein Speisevorrat gut gefüllt ist. Dann, mein Wams. Wünscht sich die Prinzessin das Salz weg und dann guckst du aber doof. Der Ami sagt Indian Summer zu diesem Altweibersommer. Ist weniger Offense, sage ich mal. Wobei, es hat natürlich auch Minderheiten, die da so mit reingezogen werden. Der Indian Summer mit diesen wunderschönen Farben von den Bäumen und Sträuchern und so. Der große Mittelfinger von allen, die auf Pollen allergisch sind, gegenüber den Pflanzen, die jetzt sterben. Richtig, der Sieg des Menschen über die Natur. Heute haben wir uns wieder einiges vorgenommen, um genau zu sein, wieder mal ein ganzes Bundesland. Es ist die Deutschlandreise Teil 3. Haben wir eigentlich ein Intro für die Deutschlandreise? Sollen wir da eigentlich mal was machen? Es ist schon fast zu spät, muss man ehrlicherweise sagen. Richtig. Wir sind bei Bundesland 3. Bundesland Nummer 3. Es geht um 13, um die Zahl nochmal aufzugreifen, 13 Millionen Einwohner. Es ist ziemlich groß. Ich greife vor. Na, habt ihr euch schon getrennt von euren Vorurteilen gegenüber Deutschland? Warum habe ich diese Einleitung gewählt? Weil alles, was der Amerikaner an sich, der Amerikaner mit Zuckerguss. Wir denken ja grundsätzlich vom Amerikaner aus. Die Welt denkt vom Amerikaner aus, dafür kann ich leider nichts. Alles, was der Amerikaner aus Deutschland kennt, kennt er aus Bayern. Oder? Nein, glaube ich nicht. Zu 90%. Schlicht und einfach deswegen, weil er hier, der Amerikaner, sein Bier genießt. Hier lange Zeit stationiert war und einfach nicht drum rumgekommen ist, die Menschen in seiner Umgebung sich mal genauer anzuschauen, anzuhören und so weiter. Deswegen heute ein kleines Gimmick, das ich euch mit euch mache. Wir betrachten gleich das Bundesland Bayern in all seinen Schönheiten. Aber vorher will ich den Vorurteilezähler einführen. Und zwar ist es ein Bing-Geräusch, das wir nachher noch einspielen werden. Das wird ein original menschgemachtes Bing-Geräusch sein. Und das wird eingeführt, wenn ein klassisches amerikanisches Vorurteil über Deutschland oder Bayern zu hören ist. Aber es muss ein amerikanisches Vorurteil über Bayern sein. Wir können ja auch streiten, über welches Vorurteil wir da einbringen. Ja, kommt es danach oder gleichzeitig dazu? Das kommt gleichzeitig dazu, natürlich. Also das wird da einfach so drunter gelegt, dann hört man kurze Zeit nichts mehr, was wir sagen. Ja, es wäre schon wichtig, dass wir vorher besprechen, kurz. Wir besprechen das, aber das geht euch gar nichts an. Oder wir machen das am Ende vom Podcast. Am Schluss, weißt du, so viele werden es, ja? Ne, ich weiß es ja nicht, was du dir aufgeschrieben hast. Am Schluss schauen wir mal, ob wir uns recht wacker gehalten haben oder ob wir sehr vorurteilsbeladen an das Bundesland Bayern rangegangen sind. Wie das technisch dann umgesetzt wird, das werdet ihr dann erfahren. Aber ich will mal was einführen, ich will mal mit was anfangen, was sozusagen nicht sonderlich von amerikanischen Vorurteilen behaftet ist. Wenn ich darf, du kannst auch mit einem Thema anfangen. Ach so, ich wollte noch vorher sagen, an die Ewiggestrigen, wir halten uns natürlich an die derzeitigen föderalen Verwaltungsgrenzen, also an alle Fans der Pfalz. Die gehören nicht mehr zu Bayern. Nicht mehr zu Coburger Bayern. Coburger Land gehört auch nicht mehr zu Thüringen. Ihr müsst noch warten. Ja. Das wollte ich nur sagen. Schön. Du hast jetzt aber auch gedacht, ich mache mit Verwaltungsstrukturen, fange ich an, weil ich bisher immer so angefangen habe. Aber Bayern ist ein zu großer Kosmos, dass man tatsächlich mit den blöden Verwaltungsstrukturen anfängt. Deswegen fange ich gleich mal mit tiefer Kultur von der bayerischen Menschen an. Und zwar soll es um die Rammeschuchsen soll's gehen oder um den Eubertwischel.
Der Eubertwischl. Der Eubertwischl. Der Eubertwischl und die Rammelschuchsen. Ich finde die Rammelschuchsen, finde ich fast, aber ist, glaube ich, so oberpfälzisch, ne? Rammelschuchsen. Da passiert schon im Wort relativ viel. Es ist wahrscheinlich mehr als beim Rammelschuchsen insgesamt passiert. Absolut. Es renkt sich der Sprecher den Kiefer aus. Ja. Der Rammelschuchsen. Was denkst du, was das ist? Ich kann sagen, dass der Artikel ist ein männlicher. Der Rammelschuchsen. Oder der Eubertwischl. Ich glaube, der wird in einem... Das ist ein Nomen, ne? Du machst jetzt gerade... Ich glaube, du machst einen Vorgang. Das ist ein Brauch, bei dem die jüngste Dame des Ortes vorne an den Trecker gespannt wird. Und dann fährt man ins Nachbardorf und lässt den Trecker stehen einfach. Das ist aber ja dann ein Brauch. Ich glaube, es ist ein Brauch. Es ist kein Brauch. Es ist natürlich kein Brauch. Es ist was zum Essen. Es ist was zum Essen. Es ist auch nichts zum Essen, da müssen wir leider 5 Mark ins Schweinhalt tun. Es ist größer als ein Fußball. Ungefähr die Größe eines Fußballs. Hä? Das ist doch jetzt hier, spielst du jetzt auf unsere... ist egal. Diese Insider lösen wir nicht auf. Es ist typisch bayerisch, es ist der Wolpertinger. Der Wolpertinger. Der Wolpertinger. In anderen Dialektformen des Bayerischen wird er eben auch Rammelschuchsen oder Eubertwischl genannt. Der Wolpertinger ist typisch bayerisch, aber doch sicher kein Klischee der Amerikaner. Den haben sie nicht im Kopf, wenn sie an Bayern denken. Also da können wir auf keinen Fall ein Bing einblenden. Das glaube ich nicht. Ja. Die Amis. Das haben sie nicht mal mitgekriegt. Was ist der Wolpertinger? Ein Mischwesen aus verschiedenen Tieren. Oh ja. Und gar nicht so alt, wie man denkt. Erst im 19. Jahrhundert, als die Präparatoren von ausgestopften Tieren so weit waren, dass man Frankensteinesk einfach unterschiedliche Körperteile von Tieren aneinander basteln konnte, ohne dass der Unterschied groß zu sehen war. Ja, vor allem mussten sich auch große Bevölkerungsgruppen bewegen nach Bayern, dass man die aufs Korn nehmen konnte überhaupt. Absolut. Da kommen wir gleich dazu. Ein Hasenkörper ist es oft, der Hauptteil des Wolpertinger. Aber wie gesagt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt einfach mal in Wald und Flur einfangen, was es da zu fangen gibt, ja. Und auf den Naturschutz natürlich achten. Ja. Und dann aneinander basteln in so Gewitternächten und schreien, es lebt natürlich nicht, ist natürlich tot. Also alle Tiere, die ihr da ranbastelt, sind weiterhin tot. Aber ihr könnt natürlich ein bisschen größenwahnsinnig rumposaunen, ihr habt einen Wolpertinger geschaffen. Ja, meistens hat der Hase hat Flügel von irgendwelchen, sagen wir mal, Laufenten oder Hühnern oder einem Hühnchen. Dann hat er Hörner von so Rehböcken oder so. Ja. Und mir fiel auf, wir könnten auch eine eigene Folge mal über Fantasietiere machen. Da gibt es ja so einige. Da gibt es ja Tausende. Heute konzentrieren wir uns mal auf den Wolpertinger. Ja, wir glauben beide nicht an die Blindschleichen. Wir sind fast mal über eine gestolpert. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp, vor allem für die Blindschleichen, muss man sagen. Ja, ja. Der Mensch erhebt sich ja über dieses schwache Tier, obwohl er weiß, dass er Anverwandte, die Blindschleiche hat, die ihn ruckzuck den Garaus machen können. Du musstest mich aus dem Bauch schneiden. Ja, ich habe David damals aus dem Bauch von der Blindschleiche geschnitten. Das war ein Abenteuer. Es war für die Blindschleiche vor allem anstrengend. Genau, und weil du es gerade angesprochen hast, die einfallenden fremdländischen Stämme ins Bayernland sind unter anderem auch der Grund dafür, warum der Wolpertinger erfunden wurde. Weil dem Wolpertinger wurde unterstellt, dass er sich von preußischen Weichschädeln ernährt. Es wurde auch genauso gesagt, von preußischen Weichschädeln ernährt er sich. Ja. Es ist natürlich diese Arroganz gegenüber dem Norden, die auch so ein bisschen typisch bayerisch ist. Da bingt's doch jetzt das erste Mal. Na, findest du? Denkst du? Ja. Die Amerikaner wissen das doch nicht. Die wissen doch nicht mal, dass es Norddeutschland gibt. Naja, die Amerikaner machen das nicht. Denkst du, da bingt's? Wir lassen es bingen und unterhalten uns dann nochmal drüber, ob das auch so gut war. Bing. Ich glaube nicht, dass es eine Arroganz gegenüber dem Norden gibt. Und der Kollege verlässt das Studio. Schade. Soll ich weitermachen mit dem Thema oder geht es noch weiter ums Wolpertinger, das man irgendwie nachts fangen muss? Ich denke, der Wolpertinger ist damit relativ gut umfasst. Die Leute können sich ja wesentlich tiefer mit dem Wolpertinger beschäftigen, wenn wir dann mit den Fabeltieren anfangen in der einen Folge. Oh ja. Ich wollte gerade das Ganze nur ein bisschen als Aufhänger nehmen, weil es auch irgendwie gut den Bayern an sich fassbar macht. Und das ist ja nicht so einfach, tatsächlich, weil viele
viele bayerische Sachen oder Sachen, die man mit Bayern verbindet oder Personen, die man mit Bayern verbindet, sind ja jetzt eigentlich gar nicht aus Bayern. Also das ist ja eine Multikulti-Truppe, die da rumläuft. Wo jetzt? In Bayern? Die man mit Bayern auch verbindet. Also so wichtige Bayern zum Beispiel. Was weiß ich. Aber wichtige Bayern. Franz Josef Strauß zum Beispiel. Der erste bayerische Ministerpräsident, der auf der 100-Jahr-Feier nicht erwähnt wurde. Zum Beispiel. Aus Berlin zum Beispiel. Franz Josef Strauß, finde ich gut, ist aus Ostpreußen. Oder das wissen die wenigsten. Auch er selbst. Anita Augsburg zum Beispiel kommt aus Werden. Oder Erich Werden Kästner. Werden oder Werden? An der Aller. Ja. Werden. Ja. Ausgesprochen. Erich Kästner kommt aus Dresden. Das wird Dresden ausgesprochen. Richtig. Und Eda Heilmann kommt zum Beispiel aus Hamburg. Und dann gibt es aber auch viele Namen, die bayerisch klingen, aber die kommen auch nicht aus Bayern. Oh, das ist doch schön. Zum Beispiel Augustine Dangelmeier. Bischof aus Dallas. Jetzt wirklich. Jetzt kommt eine große Frechheit. Also, man muss dazu sagen, ich stieß bei Recherchen in den tiefsten Bäuchen des Internets, stieß ich auf den Namen Augustine Dangelmeier. Und liebe Leute, ich habe mich erstmal über den Namen weggeschmissen und dachte mir dann, eventuell ist es eine Nebenfigur im Pumuckl, der ja bekanntlich in München spielt. Eventuell ist es eine der ersten Almfrauen im oberbayerischen, was weiß ich, Salzkammergut, die Currywurst erfunden hat oder was. Nein, es ist Augustine Dangelmeier. Was immer wieder für Erheiterung sorgt, weil es ist ein Mann. Ja. Es ist tatsächlich ein Mann, ein Amerikaner mit vermutlich deutschen Wurzeln. Also das muss ich jetzt aber dann trotzdem mal unterstellen. Ja. Der Bischof war in wo Dallas. In Dallas. Wo auch sonst. Wahnsinn. Das ist absurd. Aber das zeigt doch auch wieder, wie globalisiert unsere Welt ist und wie schön das doch eigentlich ist. Ja. Wie wir uns doch wieder gefreut haben. Augustine Dangelmeier ist mittlerweile auch, glaube ich, nicht mehr auf unserer Welt. Verwirrt jetzt die himmlischen Herrscher an mit seinem Vornamen. So, genau. Ich hätte noch ein typisch bayerisch, was aber natürlich kein amerikanisches Klischee ist, weil ich das ja vermeiden will. Die Isar. Isarier, die Reisende. Die Reisende ist der Donauzufluss. Mhm. Wunderbar, oder? Ja, da gibt es so einige Donauzuflüsse. Oh, kannst du alle aufsagen? Der Lech. Das ist, der Lech ist erstmal ein böhmischer Freiheitskämpfer aus dem 20. Jahrhundert. Und haben wir noch was? Nein, ein polnischer Freiheitskämpfer. Nee. Ja. Lech Walesa. Walesa. Ja. So ganz habe ich es alle nicht drauf. Da gab es da gibt es so Merksprüche. Ja, ja. Die lernt man. Kannst du die? Oder halt auch nicht, ne? Ja, oder eben auch nicht. Es ist ein Donauzufluss, das fand ich aber interessant eigentlich. Und die Isar fließt durch München und durch Freising. Es sind eigentlich gar nicht so viele große Städte, die dran liegen, aber halt München, ne? Und damit ist es so typisch bayerisch, ne? Ja, aber das ist ja jetzt ein amerikanisches Klischee, dass München gleich Bayern ist auch. Ding. Können wir machen. Sehe ich ein. Wir müssen aber vielleicht auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir uns gestern überhaupt erstmal Anregungen für diese Folge geholt haben und uns in der bayerischen Landeshauptstadt aufgehalten haben, wo wir tatsächlich auch nicht so häufig unterwegs sind. Ja, wir waren aber auch nicht so lange da. Tagesausflug, extra für den Podcast. Wir scheuen keine Kosten und Mühen. So sieht es nämlich aus. Wir kotzen keine Scheuen und Mühen. Mm. Und, ja, und auch da, naja, ich fand besonders beeindruckend, auch wieder Indian Summer. Wunderschön, das Ufer der Isar bewachsen. Und diese Isar ist natürlich nicht schiffbar. Man hat die Isar irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Man denkt, Donauzufluss muss ein Riesending sein. Ist auch groß, aber es ist so flach. Durch diese Steinchen, durch diese weißen Isar-Kiesel. Ja, du hast immer nur so Flöße, die so durchschippern. Genau, Floßfahrt ist sehr bekannt auf der Isar. Aber es ist kein Fluss im klassischen Sinne, es ist ein Bächchen. Aber das halt sehr breit ist, ausgewalztes Bächchen. Und am Rande sind die ganzen Nackerten aus München. Von denen habe ich gestern tolle Fotos gemacht. Geträumt auch. Von denen habe ich geträumt, auch tolle Fotos gemacht. Die werden allerdings nicht auf YouTube hochgeladen. Die Isar-Indianer. Da ist ja unter anderem auch ein ehemaliger Jazzsänger zu finden. Ne? Das ist jetzt wie so ein Wo ist Walter, wenn du da dein Foto machst von dem. Na gut, der ist leicht zu sehen. Der hat nämlich einen Kopfschmuck, einen Indianerkopfschmuck, der ihm bis zu den Arschbacken reicht. Schön. Ja. Und dann gibt es ja noch die Region Isar-Winkel in den Vorealpen. Mhm. Alpen. Ding. Muss man auf jeden Fall machen.
Die Alpen sind, glaube ich. Ja, aber schon die Alpen sind ja in Bayern. Das ist ja kein Vorurteil. Ja, aber ein Vorurteil ist es ja trotzdem, dass Deutschland, also sozusagen, dass Deutschland fast nur aus den Alpen besteht. Fast nur ja, aber das hast du ja nicht gesagt. Dann sag es jetzt bitte, dann können wir Das habe ich gesagt. Bing. So. Und der Isarwinkel ist nahe Bad Tölz zu finden. Mhm. Die Menschen reden Unverständliches dort. Ja. Bing. Es ist wunderschön, um mal abzuschalten. Die ganze Zeit wirst du mit Business-Sprech vollgelabert, musst die ganze Zeit hören, zuhören, antworten, reagieren. Das ist in Bad Tölz im Umland überhaupt nicht nötig. Du verstehst die Leute nicht. Ja? Die reden mit sich selber, schimpfen ein bisschen, granteln, wie man sagt, ja, über die Zugrasten. Weil das ist doch jetzt schon wieder auch so ein Vorteil. Ja, ist ein grantelt die ganze Zeit. Der grantelt die ganze Zeit. Aber ich weiß nicht, ob die Amerikaner das verstanden haben. Bing. Der grantelte natürlich auch gegenüber den Amerikanern. Hat der Amerikaner irgendwas verstanden? Hat er nur in seiner Kaserne gesessen? Der Amerikaner hat auch German Fräuleins gespeckert. Schnackselt. Das ist jetzt aber schon das bösartiges. Ist jetzt wieder ein Vorurteil den Amerikanern gegenüber. Was machen wir da eigentlich? Absolut, da könnten wir mal eine eigene Folge machen. Wir brechen mit den Klischees. Da bingen wir jetzt auch mal zur Sicherheit einfach. Bing, ja, bing, ja. Bing, so. Bing, bing, bing. Es ist Idylle pur, die Isar. Und ich wollte wirklich mal eine Lanze gebrochen haben, wenn es schon nichts anderes da ist, was gebrochen werden kann. Zum Beispiel du. Dann breche ich eine Lanze einfach mal für die Isar, für diesen schönen Fluss, der durch Südbayern fließt. Toll, tolle Landschaft, tolle Menschen. Ja, was apropos tolle Menschen. Ich habe endlich mal jemanden gefunden, der tatsächlich auch aus Bayern kommt, ursprünglich. Wiegald Boning. Es ist. Nein, der kommt aus Bremen, ist ein Bremer Junge. Es ist Immi Noether. Immi Noether kommt aus Erlangen. Ja. Und Immi Noether ist ja bekannt als. Ist ja eigentlich Franken. Also ist natürlich Bundesland Bayern. Hier sind Verwaltungsgebiete, hast du gesagt. Da zählt Franken natürlich auch als Bayern. Mhm. Wobei auch die Oberpfalz zählt als Bayern. Ja, wobei das gehört ja zu Altbayern. Oh, da könnten wir auch historisch, ja. Könnten wir da tief in die Materie einsteigen. Bayerisch-Schwaben gehört auch zu Bayern. Ja, Bayerisch-Schwaben. Es gibt ja 5 Stämme Bayerns. Ich weiß gar nicht, welche es sind. Das sind die Pfälzer. Die gehören zur Sicherheit auch nochmal zu den Stämmen. Es sind die Schwaben, es sind die Franken, es sind die Bayern und es sind ganz neu, die Schlesier wurden nach dem Zweiten Weltkrieg als bayerischer Stamm aufgenommen. Mhm. Egal, bitte. Immi Noether aus Erlangen, Franken, /Bayern, ja. Das wollte ich jetzt so, genau so hören. Ist ja bekannt eben, weil er einiges im Köpfchen hatte, Mutter der Algebra, ja, genannt. Auch wunderbar, wir sind gestern an der Autobahn an ihrem Schild vorbeigefahren. Hast du es gesehen? Nee. Wir kamen ja aus dem Norden Seite. In Richtung Süden. Ja, da habe ich dein Gesicht zwischen meine wallenden Busen genommen und hab's nach. Das ist ja auch nichts. Also wenn ich da irgendwie ein Muttermal in der Form von Immi Noether sehe, dann gebe ich aber dem Hautarzt Bescheid. Absolut, ja. Und Algebra kommt ja aus dem Arabischen, ja, Algabre und heißt... Was kommt denn jetzt? Heißt zu Deutsch das Einrichten. Und ach, die Mutter, Ikea wurde auch in Bayern erfunden. Die Mutter des Einrichtens ist ja bekanntlich Tine Wittler. Tine Wittler kommt aus München. Die uns im Fernsehen den Unterschied zwischen Man's Cave und Man's Grave erklärt. Stammt ursprünglich aus Raden in NRW, leider. Oh. Aber sie hat sich jetzt aus dem Fernsehen zurückgezogen und macht Theater. Ja, in München. Nee, in Hamburg, aber sie spielt das Weiße Rössel mit Schuss. Das ist ein Krimi, wo man nebenbei noch Krimi-Dinner macht sie da. Und das hat ja so einen gewissen Alpencharme auch. Das ist jetzt Klischee. Jetzt es spielt in Österreich, ja. Aber die Leute denken, es ist Bayern. Und damit bekommen wir ein Bing für Tine Wittler. Da müssen wir ein ganz lautes Bing machen. Bing. Tatsächlich ein sehr lautes Bing. Aber das haut dir den Leuten die Ohrmuscheln raus. Die Ohrmuscheln haut's raus. Ja, ist es so, dass es so eine, sagen wir mal, so eine, weil eigentlich ist doch der Konflikt immer der große zwischen Norden und Süden. Gibt es da auch so was Versöhnliches? Wie du gerade gesagt hast, so ein Alpenidyllstück, was in Hamburg aufgeführt wird, scheinbar. Ja, es gibt, die Leute scheinen sich doch zu interessieren. Es gibt irgendwie Freundschaft auf beiden Seiten des Weißwurst-Äquators, auch so eine Grenze, ne? Oh ja. Der Main bildet den Weißwurst-Äquator, das heißt, also zum Beispiel, der Main liegt ja sozusagen, fließt ja durch Frankfurt auch, ja? Mhm. Und im Süden davon soll ja dann sozusagen der Weißwurst-Äquator verlaufen. Und Süddeutschland anfangen. Das heißt, die Menschen auf den Stadtteilen Altstadt und so weiter von Frankfurt, denen geht es noch gut, die sind in Norddeutschland gefangen.
Und Sachsenhausen und so weiter, die südlichen Stadtteile, sind bereits Süddeutschland und müssen sich auch dementsprechend verhalten und zuzeln. Ja, Weißwurst. Die kommen aus dem Zuzeln gar nicht raus. Ja, absolut. Also es ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, diese Nord-Süd-Konflikte. Aber die werden vor allem mit den Bayern ausgetragen. Oder hast du jemals, oder selten, hört man jemanden, der, sagen wir mal, über Baden-Württemberg schimpft? Ja, doch. Doch, über die Schwaben an sich, als Menschen. Ja. Aber nie so über dieses Bundesland allgemein. Es wird ja zum Beispiel auch sehr gerne über bayerische Politik geschimpft, weil die sich laut einem Vorurteil, das nicht die Amerikaner aufgestellt haben, ganz unterscheidet von der restlichen Politik Deutschlands. Ist doch so. Ja, weil es halt auch daran liegt, dass eben eine bayerische Partei ja, zu sagen das ist hat. Das ist doch witzig, dass das sich so unterscheidet. Das würde man mit Baden-Württemberg nie machen können, auch weil es keine eigene Partei gibt. Ja. Aber ich finde das interessant. Also insgesamt ist ja Bayern zieht sich ja auch immer so ein bisschen als Vorreiter für alles. Bing. Mit eigener Außenpolitik, so halb. Ja. Und war da nicht sogar mal vor Wochen ein eigenes Raketenprogramm im Gespräch? Oh, das ist schon ein bisschen her, ja. Aber ja. Da ziehen ja jetzt auch viele andere nach. Da ziehen dunkle Wolken vor allem auf. Kein Mensch braucht ein Raketenprogramm aus Bayern. Das möchte ich jetzt wirklich nochmal festhalten für den Podcast, falls da jetzt irgendwie so was Falsches aufkommt. Ja. Nein. Damit ist die Politik hier auch schon wieder beendet. Oh ja, und wir kommen zu leichteren Themen. Zum Beispiel wieder von Menschen, die nicht aus Bayern kommen. Oder was hast du dir denn da nein, noch ausgedacht? Nein, aus Bayern. Wir versuchen da auch immer in so anderen Richtungen an die Essenz ranzukommen. Was ist denn bayerisch? Zum Beispiel über das Kulinarische. Wir hatten gerade schon die Weißwurst zum Beispiel, aber auch ganz wichtig für die bayerische Küche, erfunden bzw. festgelegt die Rezepte von Katharina Eisenreich aus Freising. Die ist aus Bayern, diesmal eindeutig. Direkt neben der schönen Landeshauptstadt München gelegen. Das ist Freising. Ja, und zwar etwas, das ganz zentral zur bayerischen Küche gehört. Wobei bayerische Küche, muss man sagen, auch viele Einflüsse aus Österreich, aus cool, Böhmen. Du wolltest gerade eben sehr viel in einen Satz. Baden-Württemberg. Es sind die Käsereste mit Gewürz. Ja. Es ist der Obatz-Star. Eben wahnsinnig viele unterschiedliche Arten, das zu schreiben. Ja, was ist das für Käse? Weiß man nicht, ne? Käsereste einfach zusammengekratzt. Ja, ganz viele Reste. Ich glaube, schön, man tut die Fettwanne wird unten hauptsächlich rein. Camembert. Ja, der viel Weichkäse. Typisch bayerische Käse, Camembert. Ja, gibt's ja auch in Bayern. Ja, es gab mal ein Problembär in Bayern. Kommt wieder, kommt alles wieder. Ja. Und es ist so ein klassisches Biergartenessen. Ja. Biergarten auch typisch bayerisch. Typisch bayerisch. Typisch süddeutsch. Müssen wir leider erweitern. Es wird in Franken verbreitet benutzt. Es wird aber auch in Baden-Württemberg genutzt. Aber Franken, ich wiederhole mich ungern. Wir reden von Bundesländern. Ja. Ist aber kein Bundesland. Baden-Württemberg hat auch die Bierkellerkultur, jedenfalls im Süden, so in Konstanz und so, hat die auch diese Biergärten und so. Und da ist ja immer die Sache, da geht man dann irgendwie schön im Sommer dahin oder so. Es ist ja auch wärmer. Es ist ja auch klimatisch gesehen wärmer als ja, das ist der Süden, ne? Ja. Und da hat gibt's aber immer das Problem, man geht da rein mit offenen Schuhen, aber es ist alles voller Kies. Du hast immer Kies im Schuh. Aus der Isar. Der Isar-Kies. Der berühmte. Ja. Immer zwischen den Zehen, immer auch so ein bisschen unangenehm. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was auch typisch Biergarten ist? Ich hol's mal. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich fürchte, es ist die Kastanie. Ein alter Bekannter aus dem Podcast. Und es ist immer noch. Es ist immer noch derselbe. Warum ist es denn die Kastanie? Weil die Kastanien haben ganz flache Wurzeln und darunter kann man einen Bierkeller bauen. Kann man wunderbar einen Bierkeller bauen, ohne dass es gleich ausfällt. Das Gestein sprengt. Und deswegen habe ich heute wieder die Kastanie mitgebracht. Ist es schön? Ich nehme sie auch gleich mal in den Mund. Also man erkennt diese helle Stelle gar nicht mehr. Also die ist eigentlich komplett dunkel. Ja, es hat sich verändert seit letztem Jahr. Oder war das vorletztes Jahr? Das ist schon mehr als 2 Jahre her. Ich habe die Kastanie, die mir so viel bedeutet, immer noch aufgehoben. Aber sie hat sich verändert. Sie ist alt geworden. Hütest sie wieder in Augapfel. Manchmal auch als Augapfel trägst du sie. Und absolut. Da ist sie wieder im Mund drin. Ja, hallo, ich habe eine Kastanie im Mund. Ich hoffe, die setzt nach ein paar Jahren keine Giftstoffe frei. Es wäre jetzt sehr kontraproduktiv für das Weiterführen des Podcasts bis zu Folge 100. Ich habe aber mich verbessert. Das versteht mich jetzt viel besser, glaube ich. Naja, jetzt hast du jetzt 3 Jahre. Reden wir Onkel Chris an. Auch kein Bayer. Nee, Onkel Chris an ist kein Bayer. Vielleicht in München geboren. Wahrscheinlich. Liebe Leute, schreibt uns doch in die Kommentare, wer Onkel Chris an ist. Dann kann ich die Kastanie auch wieder rausnehmen.
Vielleicht machst du es beim nächsten Punkt, den ich anspreche, der dich vielleicht ganz arg begeistert. Das ist die Heraldik. Die Heraldik, auf die habe ich mich heute gar nicht vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, das bayerische Wappen ist so vielfältig und so. Ah, es ist zu viel, ne? Es ist zu viel. Konzentrier dich mal. Konzentrier dich mal auf irgendwas. Nehmen wir doch die Flagge, die bayerische Staatsflagge. Jawohl. Wir haben zwei Flaggen und neben dieser langweiligen Streifenflagge gibt es auch die Rautenflagge. Die Rautenflagge. Ganz spannend, also für Bayern ja auch. Bing, bing. Es tut mir leid. Es ist doch kein Geschichte. Bayern sind die einzige Bundesland in Deutschland mit einer Rautenflagge. Ja, aber es ist das aus dem Rahmen fällt. Aber ich glaube, es gibt viele Amerikaner, die denken, diese Rautenflagge ist die deutsche Flagge. Ja, das ist aber richtig dumm. Ja, also das, auch das ist ein Klischee der Amerikaner. Bing. Aber das ist ja jetzt kein Bing. Das ist ein ich, Bing. Ich habe nicht gesagt, das sind ja keine Klischees, die ich sage über... Na, egal. Auf jeden Fall, es ist die Rautenflagge und nach den Grafen von Bogen natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Und ganz interessant, die Rauten werden ja in der Fachsprache nicht als Rauten bezeichnet. Nee. Sondern... Ah, wo kommen wir denn da hin? Als Wecken. Die Wecken. Ist das nicht witzig? Dabei sagt man in Bayern doch Semmeln. Hey. Ja, über Brot wollten wir ja auch mal Brot und Spiele. Brot und Spiele wollten wir ja auch mal eine ganze Folge füllen. Ja, was auch sehr typisch bayerisch ist, ist natürlich der Dialekt. Das könnte ich jetzt nochmal so abschließend sagen. Also, ich glaube, auch das ist ein Klischee, oder? Dass die Bayern sehr stolz auf ihren Dialekt sind. Ich weiß nicht, wie das nach Amerika gewabert ist. Aber du meinst, in anderen Bundesländern Deutschlands ist man nicht stolz auf den Dialekt? Nicht so stolz auf den Dialekt. Das glaube ich nicht. Doch, zum Beispiel ist man in Hannover sehr stolz, dass man keinen Dialekt hat. Damit sind sie ja sehr stolz. Ist aber natürlich auch falsch. Ja. Ist natürlich auch eine Lüge. Damit sind sie ja sehr stolz. Also der deutsche Dialekt, die deutsche Sprache entstand durch alle Dialekte. Da ist für jeden was dabei. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass man in den Medien mehr Leute mit einem bayerischen Dialekt wahrnimmt. Zum Beispiel jetzt Kabarettisten. Auch da hat die Politik wieder ihre Begründung, weil es gibt verhältnismäßig mehr bayerische Politiker in Spitzenpositionen, als andere Bundesländer repräsentiert sind. Das liegt auch wieder an dieser Sonderstelle. Ja, zufällig jetzt, ein paar Jahre, aber seit der Gründung der Bundesrepublik werden in jeder Spitzenrunde immer bayerische Kandidaten mitgeschleift, ja. Die aber immer sehr stolz auf ihren Dialekt sind. Ich glaube, man kann in der bayerischen Politik auch nur weiterkommen, wenn man so einen gewissen Anflug von Dialekt besitzt. Ja. Aber ich fand es gerade im Humorbereich fand ich das ganz interessant. Das Bergische Land ist ja im Humorbereich wirklich ein Spitzenreiter. Aber das ja, hat auch aber mit Bayern nichts zu tun. Dass sie nicht in Mundart ihre Programme machen. Wer? Das ist hauptsächlich eben im Bayerischen. Und da schließe ich das Fränkische mit ein. Da gibt es ja auch ein paar Kandidaten. Und dann gibt es noch Olaf Schubert. Der auch noch ein bisschen mit Mundart gut, arbeitet. Aber auch dieses bisschen mit Mundart, Kölnchen oder so in der Land. Ja, aber die sind dann sehr lokal aktiv. Aber ich sag mal, die deutschlandweit rumtouren. Ja, wen meinst du jetzt? Michael Mittermeier? The Me. Naja, da gibt es dann schon einige, oder? The Me. Meinst du nicht? The Willi Astor. Ich weiß nicht, ob der deutschlandweit tourt. Meine Willi Astor, meine 17 Willi Astor-Auftritte waren bisher alle in Süddeutschland und 7 davon in Thüringen. In Thüringen ist ja Willi Astor, hat er ja die treuesten Fans. Muss man auch mal sagen. Die tätowieren sich Astor einfach. Ja. Schön auf den Steiß. Genau, so ist es. Ja, na sicher. Also dieses Stolzsein auf den Dialekt, das hat sich aber auch so ein bisschen, es hat sich, glaube ich, so ein bisschen entwickelt, sagen wir mal, wie die Selbstbezeichnung schwul für Homosexuelle. Also der Dialekt wurde verteufelt von allen umliegenden Nachbarn und die Bayern haben es nicht geschafft, in der Zeit ihren Dialekt abzulegen. Und dann hat man sozusagen das Ganze als identitätsstiftendes Merkmal wiederentdeckt. Und jetzt mittlerweile ist man sehr stolz drauf, weil man ja auch sagt, die Vielfalt der Dialekte ist wichtig und so. Aber jahrzehntelang waren die sehr prekär unterwegs mit ihrem Dialekt. Und da musste man sich so durchsetzen. Ja, das muss man auch im Geheimen machen. In der Schule wird es ja einem ja ausgetrieben. Wurde es ausgetrieben. Mittlerweile nicht mehr? Nein, mittlerweile wird die Vielfalt der Dialekte gefördert. Und der Dialekt wird, und das könnte ich jetzt mal wirklich abschließend sagen, als Mehrsprachigkeit angesehen. Das heißt, wenn du es schaffst, dass du den Dialekt, sagen wir mal, daheim und am Stammtisch und so weiter auslebst und in der Schule es schaffst, teilweise Hochdeutsch zu sprechen oder beim Arzt, beim Kopfdoktor, dann gelingt es dir auch leichter, Fremdsprachen zu lernen. Das ist bewiesen mittlerweile. Und deswegen ist man, glaube ich, sehr stolz Österreichisch auf... Österreichisch dann.
Bayerischen Dialekt. Das Österreichische ist, glaube ich, nochmal eine. Es ist ein bayerischer Dialekt, glaube ich, ne? Aber sehr das, verwandt. Dieses Tor öffnen wir ein andermal. Nicht in der Bundesländerserie, ihr ewig gestrigen Arschlöcher. Genau, deswegen wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Ich habe noch einen zum Abschluss. Ein Schmankerl, sagt Stegel. Man im Bayerischen. Ein Schmankerl. Jede Pumuckl-Folge Pumucke, Pumucke. Von Scout endet mit einem Gedicht. Ja, ja, immer. Ja. Und weil was sich reimt, ist gut. Richtig. Aus der Folge, Radiofolge 62, Buchfolge 45, Neues Hörspiel Folge 12. Von der Edition 7. Auf heißer Spur endet sie mit zwei Gedichten. Das Stehgedicht. Bitte. Böse Leut und brave Leut gab's früher schon und gibt's noch heut. Die Braven doch wie du und ich, oh, das reimt sich nicht. Die Braven doch wie ich und du, die lassen ihre Tür zu. Und dann kommt das Schaukelgedicht. Ja, Schaukelgedicht. Bin geschaukelt her und hin schaukelt Fuß und Bauch und Kinn. Und wenn ich erstmal Gasmann bin. Ja, liebe Leute, lasst auf keinen Fall den falschen Gasmann bei euch rein. Der falsche Gasmann! Tschüss! Trennt euch bitte.